Schon den Prank von Rivi an Kevin gesehen? Nein. Okay. Bruder, wir können uns den Kopf rufen. Servus Leute, was geht? Ein wunderschönen, willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Pass auf, ganz kurz. Warum hat er einen gelben Anschnallgurt? Erklärung, was wir vorhaben. Heute findet eine Show mit Twin TV statt, das vloggen wir auch ein bisschen und Kevin, Papa Platt ist mit dabei. Ich habe mir überlegt, folgenderweise, es wäre super langweilig, wenn wir einfach nur einen normalen Vlog machen. Kevin ist zero entertaining, da zieht man auch content-wise überhaupt nichts raus, kein geiler Titel, kein geiler Thumbnail. Es geht ja auch irgendwie darum, dass ich meine Miete zahlen kann. Das Haus zahlt sich, wie gesagt, nicht von alleine, klar, oder? Deshalb habe ich mir folgendes überlegt. Wir holen jetzt Kevin gleich ab. Hier vorne ist eine GoPro drin, die sieht man obviously natürlich. Und ich werde Kevin erzählen, dass ich ein neues Format habe, das heißt 7 ehrliche Fragen. Und ich stelle Kevin 3-4 Fragen gleich im Auto. Das ist quasi der Grund, warum die GoPro läuft. Ich check das gleich mit ihm kurz ab. Ich hoffe, er sagt ja. Dann werden wir tanken fahren. Und bei der Tankstelle soll folgendes passieren. Mein Cutter Julius, den seht ihr hier vorne. Moin. Den kennt Kevin nämlich noch nicht. Und Kevin weiß gar nicht, dass dieser Mensch existiert. Wir werden zur Tankstelle fahren. Julius wird ankommen und sagen, Alter, Revi, geil, können wir ein Foto? Und dann wird es ziemlich unangenehm, weil Julius soll so einen richtig nervigen Fan spielen, der halt mit dem Handy krank so richtig penetrant auf Kevin Autotür geht, aufmacht und so. Die Autotür aufmacht, sich vielleicht sogar irgendwie so Kevin so ein bisschen anfasst und so, irgendwie so ganz, ganz... Komm, skip to Kevin. Ja, natürlich. Junge, diese gelben Anschnallgurte machen mich richtig aggressiv. Gehen mal was zu essen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das letzte Mal, was... Und sein Blick. Gessen, aber wir können noch... Wir können bestellen, ne? Ja, du noch schnell tanken, Digga. Ey, Digga, dann komm ich gleich mit rein, ne? Willst du reingehen, oder wie? Nee, dann hol ich mir was zu essen. Ach, du willst hier was essen, Digga? Ja, Bruder, ich hab übel Hunger. Bruder, Digga, Junge, Alter, Digga. Boah, das ist richtig... Alter, Junge, Digga, ey. Okay. Okay, Kevin ist draußen. Ich frag mich gerade, wo Julius kommt. Wo ist denn der? Ah, da kommt er. Da kommt der, Digga. Digga, da ist... Ey, ich mach ein bisschen Vlog. Wär's okay, wenn ich ein bisschen film so mäßig? Ja, ich denk schon, ja. Okay, also ich hab auch so YouTube-Kanal so ein bisschen, okay? Für FS. Soll ja. FS kennen. Schick, ich wollt kurz. Das ist unangenehm, Digga. Das ist unangenehm. Ja, einfach nur kurz. Digga, ich seh ihn nie. Das ist okay, aber. Oh no. Das ist halt super unangenehm. Ist das okay? Ist das okay? Ist okay, ganz kurz. Ich wollte nur kurz so ein paar Fragen stellen. Zum Beispiel, könnte ich vielleicht mal irgendwie mit euch mitstreamen oder sowas? Ich glaube, das wird schwierig, Bruder. Warum? Das wird schwierig, Armin. Weiß nicht, ist schwierig, Digga. Wir machen das halt immer mit den Homies, weißt du? Ja, aber also, Kam, du hast auch mal gesagt, dass du irgendwie so kleine Streamer so ein bisschen supporten willst und sowas. Ein paar kleine Streamer. Das ist immer schwierig, Digga. Ja, aber dann warum sagst du sowas dann? Ich dachte. Ich hab das nicht gesagt. Doch. Ich meinte sogar mehrmals, dass ich schlechte Erfahrungen mit sowas gemacht habe. Okay, okay. Ja, keine Ahnung. Das ist nicht böse gemeint, Digga. Das ist einfach, der Vibe muss schwimmen und das muss man mit so Homies machen, weißt du? Okay, okay, okay. Ja, keine Ahnung. Also ich würde schon sonst gerne eigentlich also bei Mario Kart oder sowas. Ah, Bro, bitte. Nee, sorry. Ey, Digga, ist nicht böse gemeint, aber ich muss mir ein Brötchen holen. Ich doch mal gleich. Ja, okay, ganz kurz noch. Ich hab gestern. Ist nicht dein Auto, oder? Nee, Mann. Ich wünschte. Warum nicht mit dem i8 da? Keine Ahnung. Kein Bock gehabt. Okay. Ja, wahrscheinlich muss man erstmal ein bisschen reinkommen, so ein bisschen Farbpraxis zu bekommen, oder? Ja, geh schon. Oh Gott, ey, Kevin hat ja wirklich gar keinen Bock auf den. Oh Mann. Oh, der Arme. Ja, ich will sofort weg. Also, hättest du ja auch eigentlich ein Lambo holen können, oder? So von Limonte so ein bisschen. Einfach keinen Bock drauf. Aber. Lambo oder was machst du? Nee, ich wollte nur ganz kurz mit ihm reden. Chill. Ich bin sofort wieder weg. Also ein Lambo wäre ein bisschen mehr Flex gewesen oder so, weißt du, wie ich meine? Ja. War es nicht gereicht so dafür, das Geld? Ja, ich singe es doch schon, aber so, ich will ja nicht für den Flex geholt, so. Ach, Bruder, ich brauch wirklich nicht. Ja, ich ganz kurz mitkommen? Nur ganz kurz, ich bin auch wirklich hier weg. Ey, ich sehe euch nie wirklich. Ja, ganz kurz, wir werden noch mit ihm reden. Ich sehe ihn doch nie wirklich, ich habe ihn noch nie gesehen. Ja, Bro, ich verstehe das, aber so. Er war sonst in Berlin, wir sollten sonst mal sehen. Ja, ich bin ja gleich weg, ganz kurz, ich bin gleich wieder weg. Ja, ich bin gleich wirklich weg, 5 Minuten. Das ist nicht böse gemeint, aber so. Ja, ganz gut, ich komm. Das muss man nicht sagen. Du sagst, es ist okay. Nur ganz kurz, ich sehe euch sonst nie, was soll ich denn... Eine halbe Stunde, Mann. Ja, aber ich schneide das hier ein bisschen zusammen. Ja, trotzdem, Dicker. Der guckt sich das denn an. Herr Dicker, soll ich... Du hast selber gesagt, früher man muss so ein bisschen klein anfangen und sowas. Ja, Bro, aber so, du merkst du, dass wir gerade los wollen. Das ist ja, ich muss ja auch meine Chancen nutzen. Wann sehe ich euch denn sonst mal so? Ja, aber wir sehen ja keine Pokémon-Karten, die rumlaufen, die man sammeln kann. Ja, aber wann soll ich sehe dich so sonst nie. Ich wohne in Köln, nicht in Berlin, so, weißt du? Ding, ich verstehe, aber so. Das ist wirklich super unangenehm. Ich vielleicht eine Insta-Story oder so machen, wo ich vielleicht verlinkt oder irgendwie sowas. Für Twitch oder so. Ding, ist nicht böse gemeint, aber ein bisschen auf Kampf gerade. Ja, den müsst ihr euch so ein bisschen verstehen. Ich schönen Tag dir noch, ne? Ich komm, sonst nie an die Möglichkeit. Das ist echt ein guter Prank. Ich oh no. Das ist wirklich ein bisschen auf Kampf. Ich meine, Digga.
Ey, bitte, jetzt ignoriere mich nicht, Alter. Na, Digi, machen wir doch nicht, aber guck mal, wir sagen dir jetzt. Das ist sau unchillig, wirklich. Wir sagen dir zum fünften Mal, dass es halt nicht so fresh ist, weißt du? Ja, es ist ja nicht so böse. Ich dachte, ihr wärt so ein bisschen chilliger aus dem Relay. Wir sind chillig, wir lassen uns gerade übel Zeit, Digga, weißt du, ich meine? Digga, im Stream, ihr sagt immer so, ihr seid voll entspannt drauf und so, ihr seid. Digga, sagen wir nie. Ihr seid über genervt die ganze Zeit. Sagen wir überhaupt nicht. WTF? Ja, Bro, also du, Digga. Jetzt mach mal die Kamera hier weg. Mach jetzt mal das Handy weg. Bitte. Nein, Junge, nur ganz mach kurz. Mach jetzt mal das Handy weg, wirklich. Ich kann das auch rausschneiden, Digga, ist kein Problem. Nein, das Bro. Muss nicht sein, wirklich. Jetzt wirklich, mach mal Digga. Das Handy weg. Nicht so geil, Mann. Mach mal das Digga, Handy weg. Sonst auf Twitter sagt immer, ja, die sind voll cool, wenn ihr uns seht. Und echt, dann, komm. Digga, chill doch. Nein, jetzt mach die mal weg hier. Digga, ich, komm, Digga sonst, ihr sagt immer, es ist voll cool so. Kevin hat noch nie gesagt, dass es voll cool ist mit dem, aufzunehmen oder random auf der Straße. Ich warte einfach hier, bis sie wieder rauskommen. Ey, ganz kurz, ich bin gleich wirklich wieder weg. Oh ne? Gott. Streamt ihr heute denn? Digga, nein, ich mach dich mal weg. Aber du bist doch jetzt hier, streamt ihr. Jetzt mach dich mal weg, Digga, sonst haust du dich alle rein. Digga, chill doch jetzt mal ab, Alter. Wie Revi immer versucht, sich krass darzustellen. Spätestens da hätte ich gemerkt, dass es fake ist. Revi wird niemals sowas sagen. Ich bin gleich weg. Er wird niemals dem einen reinhauen. Niemals. Gut, ich will nur ganz kurz. Junge, lass uns doch einfach in Ruhe, Digga. Aber ich will. Junge, chill doch mal. Was soll die Scheiße denn, Mann? Was ist dein Problem? Was? Verpiss jetzt. Ja, geht doch. Okay. Digga, what the f***? Hey, was ist denn dein Ding, Alter? Junge, bist du dumm? Geh mal aus dem Auto raus! Bruder, wir können auf die Cops rufen, Digga. Ich bin gleich weg, oh. Kannst du da mal reinsetzen? Oh. Digga, geh mal raus. Yo, Kevin, das riecht sauer. Kevin, das ist übrigens mein Kater Julius. Junge, ich wusste. Hey, good one, Revi. No joke, good one. Guter Prank, erster gute Prank. Oh, Digga, jetzt haben wir vloggen, wie wir vom Bahnhof ins Büro kommen. Oh mein Gott, Digga. Ey, Junge. Es war schon 100% glaublich. Ich hab mich schon gewundert, warum du so handgreiflich wirst. Ja, Bro, ja. Würde ich aber auch noch. Ach was. Jones würde ich aber wirklich machen, wenn jemand, glaube ich, so pinnelt. Nein, wird er nicht. Dann ist so ein paar. Wird er nicht! Oh, er muss sich so krass darstellen, ne? Holy shit. Digga, ich dachte, ich schalte ein, sowas geht jetzt mit Film. Wir können auf die Kopf suchen. Bro, ich hab schon die Storytime gesehen, die ich auf YouTube hochladen kann, Bro. Junge. Ich will mal jetzt rein. Digga, du wolltest das gar nicht haben. Du bist da reingelaufen, um die Situation zu avoiden. Jetzt hast du dir so ein dreckiges Dankeschön, mal jetzt. Aber trotzdem Bauch. Ja, okay, entspannt. Musstest du aber wirklich tanken? Was, nö. Nee, es war so unangenehm. Ja, aber Julius hat's no joke so gut gemacht. Du hast es ultra gut gemacht, ich hab's null gecheckt. Du warst auch ein bisschen nervös. Nee, ich war wirklich nervös, natürlich. Bro, dir hat das alles geholfen. Ja, richtig, weil du warst halt so nervös, so ja, fanmäßig war, nervös. Ja. Aber no joke, also sowas habe ich halt noch nie mit dem Fan gehabt. Du hast es auch gut geschaut, Spieler. What the f***? Digga, ich hab's null gecheckt. Nee, jetzt mal Spaß, ich kenn den nicht. Double Frank, der ist einfach in der Sind die angeschnallt? Führen denn jetzt? Kevin, du wurdest heute aggressiv. Die war nicht angeschnallt. Geprankt. Wie hat es sich angefühlt? Erzähl. Deine. Ey, das war so ein geil. Wo sind die? Geiles Erlebnis einfach mit euch. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Ja. Ich würde da jetzt als Zuschauer auf jeden Fall einen Daumen nach oben da lassen. Ja, ja, ja. Und die Glocke abonnieren. Ja, ja, ja. WWW. Und bei deinem TikTok vorbeischauen. Ja, Bro. Ja, Mann. Ellenbogen. Ja, check. Okay, Leute, lasst einen Daumen nach oben da, schaut bei Kevin vorbei, macht's gut, haut rein. Gutes Video. Gutes Video. Echt gutes Video, Chat. PogChamp Video, war gut. Lustig, war unterhaltsam. Chat, war unterhaltsam, es war Big PogChamp. Es war Big Kissy Kiss.